Im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf. Und da kommt eine kleine Wespe geflogen und setzt sich auf meine Hand. Verdammt. Weg ist sie wieder. Oh, das wäre jetzt aber blöd. Ja, guten Morgen. Ich bin mal wieder, was heißt mal wieder, doch, ich bin mal wieder ein bisschen unterwegs. Und zwar habe ich mich hier oben auf unsere Bank gesetzt. Ich zeige euch die mal gerade. Upsala, jetzt ist mein Kaffee runtergefallen. Das geht natürlich nicht. Guck mal. Hier habe ich, ach nee, mache ich von hier. Gegen die Sonne ist immer blöd. Habe ich doch so eine kleine Bank da. Da mache ich es mir immer ziemlich gerne mal bequem. Jetzt gerade bei dem Wetter und morgens gerade ein Käffchen genommen. Und ja, dann kann ich euch ja was vorvloggen. Mal gucken, wo muss ich denn jetzt hier umstellen? Das ist aber auch hell heute Morgen. Donnerlippchen, wenn ich die jetzt so abstelle hier. Und ein bisschen so. Ich bin mit dem Gimbal wieder unterwegs. Merkt man, ne? Ja, was habe ich gemacht? Also erstmal diese Bank hier, die ist jetzt ganz, ganz knapp von meinem Haus da unten. Das ist das mit den Solarzellen. Das kann man eigentlich ganz schnell sehen. Warte mal. Da unten. Das müsste man jetzt... Ja, da kann man es sehen, genau. Ich brauche also nur kurz den Weg hier hoch und da bin ich in... Ja, 2-3 Minuten brauche ich, um hier hochzukommen. Und dann kann ich hier sitzen und meinen Kaffee trinken. Ist natürlich sehr schön jetzt bei diesem Wetter. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Hör mal, es wird gerade 7 Uhr geläutet. Ja, jetzt habe ich noch eine halbe Stunde, bis der Wahid kommt. Und dann geht es wieder los. Gestern waren wir zuerst, wo waren wir denn zuerst gewesen? Muss ich mir gerade überlegen. Ach, zuerst haben wir einen Abfluss repariert, hier oben im... Bentorf heißt das da oben, hier im Kalletal. Von hier sind so 10 Minuten Fahrzeit. Da haben wir so ein Mehrfamilienhaus gehabt, da mussten wir einen Abfluss auseinandernehmen. Das ist ein Gussrohr komplett auseinandergefummelt, kann man nicht sagen. Aber da sind ganz, ganz viele kleine Stellen gewesen, wo es undicht war. Und da lief es dann runter in den Keller. Und da mussten wir ein bisschen stemmen und ein bisschen Kunststoffrohr legen. Das Gussrohr raus und dann nehmen wir jetzt immer Kunststoffrohr, wenn es jetzt so ein Mehrfamilienhaus, da kommt es jetzt nicht auf Schallschutz an. Schallschutz ist immer, machst du durch Gewicht, ne? Also wenn jetzt wieder absolut auf Schall achten musst, dann solltest du wieder ein Gussrohr nehmen und wir haben da halt dann jetzt Kunststoffrohr genommen, aber auch Schallschutzrohr. Das ist dann so ein bisschen dicker und ja, das geht dann schon nach unten. Das ist eine Waschküche und nebenan so ein ja, Fahrradkeller, kann man sagen. Von daher alles gut. Ja, dann sind wir von da aus weiter. Da war nur eine Toilettenspülung, hatten wir gedacht, dass die ein bisschen schlecht funktioniert, ne? Und ja, haben wir dann versucht. Haben erstmal Schwimmerventil in diesem Spülkasten. Das war ein Unterputzspülkasten, also einer, der eingefliest war. Haben das Schwimmerventil getauscht. Oh, jetzt machen die so einen Radau hier. Kann ja wohl nicht sein. Wenn der Bob vloggt, hä? Naja, ist ein bisschen Atmo. Ach, was wollte ich sagen? Ach ja, genau, Schwimmerventil getauscht und dann haben wir abgezogen und dann sagte sie, ja, und vor allen Dingen, das läuft nur so ganz langsam unten rein. Und wenn du dann abziehst, dann bleibt das alles liegen, es geht halt nicht weg. Und dann haben wir uns das mal angeguckt, Toilette mal abgeschraubt, einen Eimer vorgehalten, abgezogen. Ja, da kam Wasser ohne Ende, da war die Toilette total verkalkt gewesen, da haben wir dann noch eine neue Toilette holen müssen. Ein WC-Sitz mussten wir auch tauschen, weil das Kunststoff, wenn du das losdrehst, das ist alles gleich so auseinandergebröselt. Und naja, da war der Tag gestern eigentlich schon fast gelaufen, ne? Oder? Wie war das denn? Ja klar, mit unserer Fahrerei, die wir dann zwischendurch noch hatten. Ja, Auto noch eingeladen, ausgeladen. Da war der Tag um. Das war ja gestern so warm, da habe ich mich erstmal in den Pool gelegt. Unsere Kleine hat vom Aldi so ein Stück Pizza, so eine aufblasbare Pizza gekauft. Und habe ich mich schön draufgelegt und habe erstmal gechillt da unten eine Stunde. In der Sonne gelegen. Direkt ein bisschen Farbe gekriegt, glaube ich, wieder. Ne? Nicht die richtige Farbe, aber war auf jeden Fall sehr schön. Also das ist ja was für den Bob, da kann er sich dann entspannen. Ne?
hatte mir so ein alkoholfreies Erdinger dazu genommen und alles war gut. Ja, jetzt, was war denn danach? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, da war eigentlich Schluss. Ne? Gestern bin ich ziemlich zeitig ins Bett, hatte die Faxen noch ziemlich dicke. Also das war so warm und so drückend irgendwie gestern und weiß ich nicht. Heute soll es ja gewittern. Unsere Kleine hat gestern noch Reis ausgenommen. Ja, das muss ich noch kurz erzählen. Die ist in der Schule gewesen und hat sie mich um 1 Uhr angerufen. So, da war ich gerade auf dem Weg zu diesem Typen mit der Toilette. Hat angerufen, Mensch, du, kannst du mir nicht einen Badeanzug bringen? Wir wollen hier in Hohenhausen ins Freibad nachher mit meinen Freundinnen und so. Ich sag, ja, gerne. Klar, können wir machen. Und muss ich dann nochmal melden. Ne? Ja, und nichts mehr. Nicht mehr gemeldet, gar nichts mehr. Und abends um 6:30 rief sie an, kannst du mich vom Edeka abholen? Da war erstmal was los. Da hat sie dann richtig, Ja, man macht sich halt Sorgen, ne? Wo ist das Kind? Aber jetzt aufgrund der Vorgeschichte, dass sie mich angerufen hat und so, dachte ich mir, naja gut, kann jetzt nicht so, kann nichts Gravierendes sein. Ne? Aber trotzdem, man macht sich halt so seine Gedanken. Ne? Tja, ist ja klar. Meine Frau da noch mehr wie ich, ne? Tja. Heute Morgen haben wir durch diesen Starkregen eine Therme, die ist unter Wasser gewesen. Das kannst du normalerweise schon vergessen, wenn da Sachen unter Wasser sind. Normalerweise kannst du die nur abbauen, ausbauen oder was weiß ich. Ne? Mal gucken. Wir gehen da erstmal mit dem Föhn bei, gucken mal, wie weit das ist, wenn da was reingelaufen ist. Also, dann kannst du es normalerweise vergessen, ehrlich gesagt. Aber ich habe gesagt, wir versuchen das mal, aber ohne Garantie und so weiter. Naja. Mal schauen, wie weit das feucht geworden ist, was da kaputt gegangen ist. Auf jeden Fall, die Therme streikt jetzt und da müssen wir einmal schauen. Keller voll Wasser laufen ist immer schlecht. Das war das Erste. Dann haben wir noch eine Heizung, die ausgefallen ist. Da ist nur eine Pumpe kaputt, das weiß ich so schon. Die habe ich schon im Auto liegen. Dann muss ich mir noch was ansehen, eine Kleinigkeit. Und dann ist noch eine Heizung ausgefallen. Aber die haben wir ewig nicht gewartet. Da bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Wie die aussieht. Ich denke mal, es ist einfach nur ein Wartungsstau. Ja, und dann ist der Tag heute auch schon so gut wie gegessen. Heute Nachmittag soll es Gewitter geben, das hoffe ich. Unsere Blumenwiese könnte mal wieder ein bisschen Wasser gebrauchen. Gut, das ist dann immer gleich so viel, ne? Das ist das Problem im Moment. Tja, so, und das war's. Jetzt gucke ich noch ein paar Minuten hier in die Gegend, werde mir noch so ein bisschen die Landschaft genießen und dann, ja, dann ist gut. Dann geht's gleich los. Ich kann euch ja noch einmal rumschwenken. Komm, guckt noch mal einmal mit mir zusammen rum hier. Zack, mal gedreht und dann wieder falsch rum. Ich überlege immer, muss den Knopf jetzt hochdrücken, muss ihn runterdrücken und dann drücke ich ihn doch wieder in eine falsche Richtung. Ja, da ist unser Häuschen mit den Solarzellen. Weiter das Fenster offen, siehst du? Da, ja. Und dann geht's hier so einmal rund durch Talle. Ich weiß gar nicht, wenn da unten jetzt einer im Garten ist, ist das mit der DSGVO so vereinbar? Ist ja kranker Scheiß, ne? Oder? Naja, ich weiß nicht. So, da hinten ist der Radaumacher. Könnt ihr sehen, ja. So, und dann ist da die Sonne. Alles klar. So, ihr Lieben, ich würde sagen, ich lasse euch erstmal in den Tag. Arbeitet schön, verdient ordentlich Geld, damit ihr, ja, schön euch einen Sommer leisten können, vielleicht einen schönen Urlaub oder was weiß ich auch immer, was ihr damit macht. Ja. So muss das sein. Bis die Tage mal. Oder nein, bis morgen. Macht's gut. Ciao, ja, Bob.